Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Heute geht's los. Heute wollen wir das allgemeine Betriebsverhalten einer Gleichstrommaschine berechnen. Ja, das allgemeinste Verhalten hat eine sogenannte fremderregte Maschine. Was eine fremderregte Maschine ist, schauen wir sie kurz an. Okay, so schaut das aus. Ich habe das da aufgezeichnet. Das soll eine fremderregte Maschine sein. Wir haben hier eine Erregerwicklung. Die macht uns das Hauptfeld, die macht uns das elektrische Feld, das magnetische Feld natürlich, das magnetische Feld in den Hauptpol. Dadurch rinnt der Erregerstrom IE, ja, und der macht halt da in den Hauptpolen da das Feld. Soweit, so gut. Ja. Also das erzeugt mir das Phi. Okay? Und dann haben wir noch einen Ankerzweig. Im Ankerzweig rinnt der Strom IA. Ja, rinnt der Strom IA. Und wir betrachten jetzt einmal da von 1 nach 2 durchflossen, also wir machen Motorbetrieb. Ja, nur, dass wir das wissen. Wir haben hier die Ankerwiderstände, die nennen wir RI. Ja. Und was haben wir dann? Da innen drin haben wir eine Spannung UI, ja. Da außen haben wir die Ankerspannung UA. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass diese Ankerspannung UA jetzt im Motorbetrieb, gell, ist das praktisch das UI, ja? Dann haben wir Plus und dann haben wir die IA mal RI, müssen wir dazu zählen, ja? Weil das ist ja da praktisch, und die Bürstenspannung UB, die sich auf diese zwei Bürsten hier aufteilt. Hm? Das ist also die Gleichung vom Motor. Das heißt, wenn wir das umformen auf IA, ja? IA ist gleich. Was muss ich da machen? Ist UA minus UI, ja, minus UB, dividiert durch RI. Das ist der Ankerstrom. Und dann haben wir ja nur diese Zusammenhänge gehabt mit UI. War K mal Phi, ja, mal Omega M, der Drehgeschwindigkeit, und das innere Moment, was da entstanden ist, das ist ja praktisch das gleiche gewesen, bei der Leistung, und das ist mit dem Ankerstrom IA gekoppelt. Gut, jetzt überlegen wir uns einmal, was das bedeutet. Und zwar, wenn der Übergang, ja, zwischen Motor- und Generatorbetrieb, das ist eigentlich nur von der Richtung des Ankerstroms abhängig. Das heißt, wenn der Ankerstrom und die innere Spannung größer ist wie die äußere Spannung, dann ist Generatorbetrieb. Wenn die innere Spannung kleiner ist wie die äußere Spannung, dann ist Motorbetrieb. Ja? Dann rinnt nämlich der Strom hinein. Okay, so einfach ist. Das heißt, die innere Spannung sorgt praktisch dafür, ob irgendetwas Generator oder Motor ist. Ja. Wie wird die innere Spannung beeinflusst? Nun, entweder durch Änderung des Feldes, also durch Änderung des Erregerstroms hier, oder durch Änderung der Drehzahl. Das K ist eine Konstante, ja, das hängt von der Maschine ab, da haben wir gesagt, da ist einiges drinnen. Parallele Ankerzweige und so weiter. Ja, das K ist eine Konstante für die Maschine. Und das Phi und das Omega M kann man eigentlich ändern. Das Phi ändert man mit der Erregung. Das heißt, wenn ich mehr Erregung mache, ja, wenn ich IE größer mache, ja, dann wird die innere Spannung größer. Und auf einmal wechselt es bei gleicher Spannung außen. Sagen wir, wir hängen das an ein Netz und die äußere Spannung ist fix 110 Volt. Das ist einfach vorgegeben. Ja. Also egal wie viel. Ja. Ist halt eine fixe Spannung. Und wenn ich jetzt die innere Spannung größer und kleiner mache, wechselt das Ding ohne mit der Wimper zu zucken, praktisch vom Motor in den Generatorbetrieb. Innere Spannung klein, Motorbetrieb, innere Spannung größer als die äußere Spannung, Generatorbetrieb. Das heißt, entweder ich treibe schneller an, wenn das Omega M größer wird, wird UI größer, wenn ich schneller antreibe, auf einmal liefere ich. Oder ich mache eben mehr Feld. Gut. Ich denke, das ist klar.
Also, da brauchen wir uns um nichts kümmern bei der Gleichstrommaschine, die liefert und je nach Belastung praktisch, ist der Motor und Generator genau das Gleiche. So, wenn ich jetzt da eine offene Ankerleitung habe, ja, das heißt, das IA ist 0. Ja, das IA ist 0, ich habe eine offene Ankerleitung. Wie schaut das aus, wenn das 0 ist? Ja, wenn das jetzt umforme praktisch, dann wie schaut das aus mit verschiedenen Erregungen? Wenn ich da dranhänge und messe, ja, und das IA ist 0, dann messe ich ja praktisch die innere Spannung. Dann messe ich die innere Spannung. Und wenn ich hier den Erregerstrom aufzeichne, IE, und hier das UI, was passiert dann eigentlich? Ja, bei 0 Erregerstrom, das dreht sich mit einer gewissen Geschwindigkeit. Bei 0 Erregerstrom habe ich da eine Spannung? Ja, habe ich, weil wir ja die Remanenzflussdichte haben. Das heißt, wenn das einmal aufmagnetisiert war, diese Pole, dann haben sie noch ein bisschen Magnetisierung über. Das heißt, es wird hier eine kleine Spannung geben. Okay? Es wird hier eine kleine Spannung geben. Und je größer ich das E mache, ja, desto größer wird dieses Phi. Bei gleicher Drehzahl wird das also da linear steigen. Wenn das IE und der entstehende Fluss zusammenhängen, dann wird das da so halbwegs nach oben steigen und dann irgendwann wird das Material da in Sättigung kommen, na, und dann wird das praktisch so obieren und wird, also was wir hier sehen, ja, an der Spannung, das ist praktisch die Magnetisierungskurve des verwendeten Materials, ja, mit der Durchflutung, die ich da erzeuge mit dem IE, erzeuge ich eben einen gewissen Fluss und der Fluss, wenn am Anfang steigt steil an und dann wird es flach. Okay? Und dass wir hier praktisch eine gewisse Ursprungsspannung haben, das ist halt der Remanenz. Ja? Das ist die UREM, die Remanenzspannung, das ist aufgrund des Remanenzflusses. Das Prinzip der Selbsterregung baut darauf auf. Werden wir eine eigene Sache machen, ein eigenes Video. Ich hoffe, das kann man sich mal vorstellen. Wenn man eine andere Drehzahl fährt, dann werden diese Dinge eben da entsprechend skaliert, da nach unten, dann wird das da einfach flacher. Also da nach unten praktisch wird das n kleiner. Immer kleiner. Ja, so schaut das aus. Okay. Und jetzt nehme ich mal all diese Gleichungen hierher und form um. Gut? Ich vernachlässige jetzt einmal die Bürstenspannung. Ich sage, das ist eh klar. Okay, ich vernachlässige die Bürstenspannung. Das heißt, eigentlich gehe ich von der Gleichung aus, UA ist gleich UI plus IA mal RI. Okay? Das verwende ich jetzt mal. Und jetzt setze ich statt dem UI das da unten ein. Das ist also das K mal Phi mal Omega M, ja, plus IA mal RI. Wenn ich das jetzt umforme auf Omega M, ja, das heißt, was muss ich machen? Das ist praktisch Omega M ist gleich UA minus IA mal RI dividiert durch K mal Phi. Okay? Das ist jetzt das Omega M. Und jetzt schaue ich noch nach, was hat denn das MI für einen Einfluss? Aus dieser Gleichung hier,
drücke ich mir IA aus. Das heißt, ich mache hier IA ist gleich MI dividiert durch K mal Phi. Und das setze ich jetzt da ein, weil das ist ja eigentlich UA dividiert durch K mal Phi. Ja, minus IA mal RI dividiert durch K mal Phi. Okay. Und wenn ich jetzt das IA da rüben einsetze, ja, da wird das eingesetzt, habe ich hier stehen UA dividiert durch K mal Phi, ja, minus, und jetzt habe ich da RI dividiert durch K mal Phi, aber zum Quadrat, und oben habe ich nur MI stehen. Ja, also MI dividiert durch K mal Phi, das habe ich hier eingesetzt, das heißt da unten wird K mal Phi zum Quadrat, da oben bleibt das RI über und das MI habe ich da. Ja, das ist das Omega N, das Omega M. Okay, das ist die Winkelgeschwindigkeit. Jetzt rechnen wir das um in Drehzahlen, das heißt mein N, ja, das muss ich jetzt nur, ist ja Omega M durch 2 Pi. Ja, und das ist, wenn ich das jetzt da anschaue, UA dividiert durch 2 Pi K Phi, ja, minus RI dividiert durch 2 Pi K Phi Quadrat mal MI. Okay. So, das ist jetzt der allgemeine Zusammenhang, Drehzahlzusammenhang einer Gleichstrommaschine. Ja. Ich habe hier ein N0, eine Leerlaufdrehzahl. Das ist, wenn MI 0 ist, also das Moment an der Maschine ist 0, draht es mit der Geschwindigkeit. Wenn man das 0 ist, wird das 0, draht es mit der Geschwindigkeit. Und das hier ist eine Steigung. Das hier ist eine Geradengleichung, kx plus d. Ja, k ist halt minus irgendwas. Hey, das ist eine Geradengleichung. Das heißt, die Drehzahl einer Gleichstrommaschine, wenn ich das jetzt hier aufzeichnen darf, ja, schauen wir sich das an. Daherkriegt, das bleibt so. Hier haben wir die Drehzahl. N. Und hier haben wir das Moment. MI. Ich habe also irgendwo da ein N0. Stößt da. Wird so festgelegt. Ja? Und dann habe ich mit steigendem MI sinkt mir die Drehzahl ab. Das heißt, das schaut so aus. Ich zeichne das jetzt da in grün ein. Das schaut so aus. Das sinkt da linear mit steigender Drehzahl ab. Ja? Mit der Steigung da. Super. Ja? So schaut das aus. Also bei 0 Drehzahl, bei 0 Moment habe ich relativ hohe Drehzahl und die Drehzahl sinkt ab. Ja? Jetzt, wenn das relativ klein ist, das RI relativ klein ist, ist die Steigung relativ klein. Das heißt, das geht da relativ flach um. Das heißt, wir sind relativ unabhängig vom Moment. Ja? Hängt ein bisschen, wie gesagt, vom Ankerwiderstand ab. Aber wir sind relativ unabhängig vom Moment. Jetzt überlegen wir uns, gleiche Maschine. Das heißt, das bleibt alles gleich. Das Phi bleibt gleich, das RI bleibt gleich. Und ich ändere hier nur die Ankerspannung, das heißt die Spannung am Anker. Was passiert dann? Das Einzige, was sich ändert, ist das N0. Ja? Das Einzige, was sich ändert, ist das N0 und jetzt zeichne ich das da in so orange. Das heißt, wenn ich die Ankerspannung ändere, verkleinere, dann werde ich hier nach unten kommen. Ja? Die sind parallel da. Sind alle parallel. Weil die Steigung hat sich ja nicht geändert.
Okay, also das Orangene, das praktisch hier ist, Ankerspannung, UA wird kleiner. Da, das ist das Orangene. So würde das aussehen. Gut, was passiert jetzt, wenn zum Beispiel das RI, jetzt habe ich das RI, jetzt schalte ich da nur einen Widerstand ein, jetzt variiere ich den Ankerwiderstand praktisch. Wie schauen dann diese Striche aus? Nun, wenn ich den Ankerwiderstand ändere, nehme ich hier, welche Farbe nehme ich für den Ankerwiderstand? Blau, ist ja wurscht. Wenn ich das RI ändere, dann ändert sich die Steigung. Das heißt, das R0 bleibt gleich. Das heißt, wir fahren da weg. Und wenn ich das RI ändere, na, dann werden wir da irgendwo steiler nach unten fallen. Dann haben wir einfach einen größeren Momenteneinfluss. Das ist, RI wird größer. Gehen aber alle durch ein Null durch. Was kann ich jetzt rein theoretisch noch ändern? Die Erregung, das heißt, das Phi kann ich ändern. Und da haben wir jetzt schon, das wirkt sich auf beide aus. Schauen wir uns das an. Wenn das Phi kleiner wird, dividiert es. Schau dir das an, was da passiert. Wenn das Phi kleiner wird, wird diese Zahl hier größer. Weil dann dividiere ich durch eine kleinere Zahl. Es wird diese Zahl größer, das heißt, je kleiner das Erregerfeld ist, desto größer wird die Leerlaufdrehzahl. Ja? Das stimmt, das ist der Feldschwächebetrieb. Das heißt, je kleiner das Phi ist, desto größer die Drehzahl. Das heißt, wenn ich den Erregerstrom zurückdrehe, wird das schneller. Ist nicht komisch, aber es ist so. Ja? Was passiert dann eigentlich mit der Steigung? Da haben wir das Quadrat drin. Na, irgendwas muss ja passieren. Da haben wir das Quadrat drin. Das heißt, das wird klein und das wird klein zum Quadrat. Das heißt, es wird zwar das N0 größer, aber es fällt immer steiler ab. Okay? Also wenn ich das jetzt praktisch da noch ein bisschen weiter nach oben ziehen darf hier, dass wir das gescheit machen können, dann machen wir praktisch beim Feldschwächebetrieb, sind wir da zwar weiter oben, aber wir gehen auch steiler nach unten. So irgendwie. Okay? Je weiter wir hinaufkommen, desto steiler sinkt das ab. Und das hier ist praktisch Phi wird kleiner. Da geht es drauf. Also pack. Das mache ich so, dass man sich da auskennt. Und das mache ich. Okay, das ist das, was passiert. Okay. So schaut das aus. An einer idealen Maschine. Okay. An einer idealen Maschine schaut das so aus. Warum erwähne ich das jetzt extra in einer idealen Maschine? Weil wir haben ja da nichts von Ankerrückwirkung und so weiter. Und wir haben über die Ankerrückwirkung gesprochen. Was passiert bei der Ankerrückwirkung? Nun, das Hauptfeld wird geschwächt. Okay, durch die Ankerrückwirkung haben wir gesagt, wenn wir sich das noch einmal anschauen, wo ist sie? Hier. Durch die Ankerrückwirkung wird hier das Hauptfeld geschwächt. So, und jetzt haben wir dieses Verhalten. Ja, je größer das Moment wird, ja, schauen wir das Moment nochmal an, die Gleichung vom Moment. Je größer das Moment wird, desto größer wird der Ankerstrom. Je größer der Ankerstrom ist, desto größer ist die Ankerrückwirkung. Das heißt, je weiter wir hier rüberkommen, desto größer wird die Ankerrückwirkung. Okay? Und wenn ich jetzt denke, das Hauptfeld wird schwächer, das heißt, das Phi wird kleiner, dann bewege ich mich hier nicht auf dieser Geraden. Okay? Bewege ich mich nicht auf der Geraden, sondern bewege mich, das Zeichen nehmen wir fetter, das ist die ideale Maschine. Aber real werde ich mich hier,
schon langsam lösen, weil es wird ja das Vieh auch schwächer. Das heißt, ich komme dann immer zu so einer Linie hinauf. Das heißt, je weiter ich dann oben bin, desto eher wird mir das Feld geschwächt. Das heißt, das kann so ausschauen, das kann so ausschauen. Ja? Das ist das Reale. Ja? Sehr super. Sehr super. Ne? Ich meine, da zieht das Moment da und die Drehzahl wird jetzt noch weniger beeinflusst. Super. Ja? Ob das so super ist? Überlegen wir uns das. Okay? Überlegen wir uns, was das für die Stabilität bedeutet. Und zwar, üblicherweise ist es ja so, wenn ich das jetzt da oben aufzeichnen darf. Üblicherweise ist es so, wenn ich irgendwas antreibe, das ist eine Motorgerade, Generator wäre praktisch im Moment negativ, dann werden wir da, so wird einfach verlängert. Wenn ich jetzt etwas antreibe, je schneller ich etwas antreibe, desto mehr Moment brauche ich normalerweise. Also wenn ich mir das überlege, dass ich sage, okay, da ist die Drehzahl N, ja, und da ist das Moment, dann je größer das N wird, desto größer wird das M. Üblicherweise sind die Lastkurven so irgendwie. Ja. Ja, das ist Last, nur ein Ausschnitt, wup, ML. Das Lastmoment. Das ist halt, je größer der Drehzahl wird, desto mehr Moment muss ich einstecken in das Ding. Ja. Und jetzt, wenn unsere Drehzahl-Moment-Kennlinie so fällt, wie wir es hier eingezeichnet haben, so irgendwie, ja, kommen wir so durch, back, ja, dann werde ich irgendwo bei einer gewissen Drehzahl, werde ich hier back einen Arbeitspunkt erreichen. Gut, ich denke, das ist augenscheinlich. Das ist das Motormoment MM. Motormoment. Und ML war das Lastmoment. Und wenn wir das jetzt anschauen, jetzt stellen wir uns vor, wir kriegen einen kleinen Schlag im Lastmoment. Wir kriegen einen kleinen Schlag und das Lastmoment wird schlagartig mehr. Wenn das Lastmoment schlagartig mehr wird, dann wird praktisch mehr Moment gefordert und die Drehzahl geht wieder ein. Das heißt, wenn wir hier eine kleine Änderung in dem Moment durchführen, dann ist das Antriebsmoment wird weniger, ja, weil ja die Drehzahl steigt. Ja. Sagen wir, wir tragen ein bisschen mehr an, ja, von außen. Ja. Jetzt wird das Motormoment wird weniger, und wenn das Motormoment weniger ist wie das Lastmoment, dann wird es automatisch wieder bremsen. Okay? Das heißt, wenn ich da nach oben gehe mit der Drehzahl praktisch, ja, wird das Motormoment ja weniger und ich bremse automatisch das Ding. Das heißt, das ist ein stabiler Arbeitspunkt. Ja? Wenn die Motorkennlinie fällt, ist das ein stabiler Arbeitspunkt. Okay. Wenn wir jetzt da so einen Fall haben, wo die Motorkennlinie steigt, dann haben wir im Extremfall, ja? Überlegen wir uns das, was da passiert, was da passieren kann. Hier haben wir wieder das Moment, hier wieder die Drehzahl. Ja? Die Momentenkurve möchte ich ungefähr gleich einzeichnen, so ML. Und jetzt bin ich da irgendwo. Ja. Jetzt habe ich dann ein Motormoment, was vielleicht so geht. Das ist das Motormoment, MM. Es bildet sich natürlich wieder ein Arbeitspunkt. Der Arbeitspunkt haben wir nach wie vor. Ja, da haben wir einen Arbeitspunkt. Und jetzt machen wir einen kleinen Stösser. Machen wir einen kleinen Stoß, und was passiert dann, wenn ich das Moment erhöhe, ja, dann reißt die Maschine nur mehr an.
Ja? Das heißt, wenn ich kurzen Stoß praktisch auf meinen Lastmoment habe, dann hat das Motormoment nur viel mehr Kraft. Noch viel mehr Kraft. Das heißt, dieser Stoß von diesem Lastmoment verursacht mir, dass der Motor anreißt und dann teufelt er davon. Ja, dann geht's dahin, dann zahlt der Motor das praktisch weg und wir kommen, das ist ein instabiler Arbeitspunkt. Instabiler Arbeitspunkt. Ja. Da hier ist instabil. Es muss nicht sein, dass eine steigende Kennlinie automatisch instabil bedeutet. Es könnte sein, dass das da flacher umrennt, dieses Motormoment, dann ist nach wie vor stabil. Ja. Solange das Motormoment da praktisch kleiner bleibt wie das Lastmoment, wenn das in dieser Richtung schneidet, auch wenn beide steigen, solange das Lastmoment mehr steigt wie das Motormoment, okay, ja, dann ist es stabil. Aber steigende Kennlinien haben üblicherweise haben das Potenzial, instabil zu werden. Ne? Weil, was ist denn leicht, wenn das Lastmoment dann wirklich wenig ist? Ne? Schwierig, ja? Also, das möchte ich nur sagen, dass steigende Kennlinien, so wie es in der Realität da hinten auftreten, durchaus zu Instabilitäten führen können. Und deswegen wird eben so ein großer Aufwand betrieben mit irgendwelchen Kompensationswicklungen und Wendepolwicklungen und so weiter, dass diese Anker rückwirkend da so klein wie möglich bleibt. Ja, gut. Das war also das allgemeine Betriebsverhalten am Beispiel eines fremderregten Motors. So schaut das aus. Ich hoffe, es ist halbwegs klar geworden, was ich sagen möchte. Ja? Also, das ist ein wichtiges Bild an und für sich, dass es eben relativ linear geht mit dem Moment, dass man, wenn man die Ankerspannung variiert, kann man die Drehzahl verändern. Wenn man das RI variiert, kann man die Drehzahl verändern. Und wenn man das Phi variiert, kann man ebenfalls die Drehzahl verändern. In den entsprechend hier eingezeigten Richtungen mit der Folge, dass eben, vielleicht schreibe ich dann noch dazu, ideal und real. Mit der Folge, dass eben durch die Ankerrückwirkung da mögliche Instabilitäten auftreten. Ja. Allgemeines Betriebsverhalten. Und jetzt schauen wir sie in Zukunft mit ein paar Videos das spezielle Betriebsverhalten für. Ja, haben wir gesagt, okay, da gibt es halt nicht nur fremderregte Maschinen, da gibt es zum Beispiel eigenerregte Maschinen und Nebenschluss und Reihenschluss und. Nächstes Mal werden wir uns ansehen, Nebenschluss Generator. Okay? Gleichstrommaschine mit Nebenschluss im Generatorbetrieb. Was das überhaupt bedeutet und was das für Folgen hat, wenn wir das kapiert haben, da wird es uns klar werden. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.